Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Der diverse Sonntag ist wieder angebrochen, jawohl. Und ich glaube, viele von euch haben wirklich drauf gewartet und auch ich war sehr gespannt drauf, denn heute kümmern wir uns um den Nordisch Grün, also quasi dem Klein- oder dem Zwillingsbruder des Driesener. Und ja, für mich besonders natürlich sowieso eine ganz große Ehre und ich habe es wirklich genossen. Und wie das aussieht, wie der riecht, wie der schmeckt, das seht ihr jetzt. Bis gleich. Tschüss. Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Der Divers-Kanal meldet sich wieder heute am Sonntag, 19 Uhr, zum Rosinski-Sonntag. Jawohl, diesen Tag feiern wir immer sehr, weil es halt so klasse Schnupftabake sind. Und heute wird es ganz besonders interessant, liebe Leute. Denn wir kümmern uns um den Nordisch Grün in dieser Verpackung. Ist auch besser aus diesen Verpackungen. Das heißt natürlich, wenn ihr sie probieren wollt, sind die 5 Milligramm Dinger sehr gut, aber hier nachher, wenn ihr den so habt, sind diese Gläser schon ein bisschen besser, weil ihr einfach das mit den Fingern besser rausbekommt. Ne? So ein kleiner Tipp. Natürlich, wie gesagt, müsst ihr aber selber mal gucken. Gut, ja, Nordisch Grün. Wir hatten ja schon den Driesener und das war ja schon eine Besonderheit, einfach aus dem Grund, weil er ja grün war und das kennt man ja nun so gar nicht von Schnupftabak. Und ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns mal ganz kurz an, was auf der Internetseite steht über den grünen Schnupf und ja, dann starten wir mal mit dem Dings. Ich mache mal einen kurzen Cut, weil ich das noch öffnen muss. Da sind wir wieder zurück. Ich habe derweil das einmal hier ganz kurz aufgemacht, weil ich hatte es natürlich wieder vergessen. Auch wenn wir zu unserem besonderen Video am Sonntag. Ja, grüner Schnupf. Ich lese es einfach mal vor und dann können wir da mal ein bisschen gucken. Also, und zwar steht hier auf der Innenseite, grüner Schnupf wird für gewöhnlich aus unvergorenem Tabak gewonnen. Er zeichnet sich durch seinen frischen, krautigen, heugigen Geruch aus, den wir am fertigen Schnupf erhalten und betonen. Bei unserem grünen Schnupf gehen wir einen Schritt weiter. Wir vergären ihn leicht und so schon, dass seine grüne Frische nicht verloren geht, der Schnupf aber sanft in der Nase liegt. Ja, das hört sich für mich schon mal höchstgradig interessant an, was auch der Grund ist, warum ich ja so ein grüner Schnupftabak-Fan bin und ich sehr erfreut darüber war, über den Nordisch Grün, also quasi, wie ja eben schon gesagt, der quasi Zwillingsbruder des Drieseners und wir werden die beiden natürlich, oh nein, ich habe die Drieseners-Flasche da hinten vergessen, wir werden die beiden natürlich auch einmal gegenüberstellen, das machen wir jetzt einfach schnell, ich muss hier einmal schnell holen, dranbleiben, nicht weglaufen, so, da sind wir wieder. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal die Verpackung an und dann machen wir mal den Test mit Driesener und dem Nordisch Grün. Ja, so sieht die Dose aus, ist halt ein bisschen größer, ne? Genauso wie ich meine Driesener Dose habe. Ja, das ist hier einfach auch oben ein Schraubverschluss. Und so sieht das Ganze dann aus, also sehr, sehr grün. Und was cool ist bei diesen Flaschen, ich habe es hier extra nochmal für euch drin gelassen, wenn ihr die bekommt, ich mache das gleich nochmal richtig, habt ihr hier oben nochmal so ein, ja, so ein Papier drauf, wie bei den Nutella-Dosen sozusagen. Und das ist dann auch nochmal raufgeklebt, sodass das dann auch wirklich alles sehr, sehr frisch ist. Ja, so schaut er aus. Vom Prinzip her farbtechnisch eigentlich schon dem Driesener gleich, aber hier bei Nordisch Grün haben wir es so, dass er etwas heller ist, ne?
Driesener Nordisch Grün. Ich mache es mal einmal auf den Tisch. Ich möchte nur nicht so viel verschwenden davon. aber man kann es sehen. Naja, doch, sie sind farblich doch gleich. Aber der Driesener ist ein klein wenig gröber. Und der Nordisch Grün ist auch ein ganz klein bisschen feuchter als der Driesener. So, das heißt jetzt für die Fans von etwas feinerem Schnupftabak und vielleicht auch Ticken feuchteren, die sollten mal den Nordisch Grün versuchen. Denn hier haben wir etwas grüne, etwas grünere, ja, eine etwas feuchtere Konsistenz. Und ja, also es erinnert mich leicht, so ähnlich wie McChrystal, ja, obwohl der ist schwierig. Ich würde sagen, noch einen Ticken gröber als McChrystals. Vielleicht ähnlich so wie der Haudegen so. Ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt erstmal den Geruchs- und den Geschmackstest machen. Und dann gucken wir mal. Ja, nach was riecht der? Los geht's. Ja, wir haben hier einen sehr frischen Geruch drin und das Ganze ist jetzt eigentlich schon an Genialität fast nicht mehr zu übertreffen. Ihr kennt ja alle den Fichtennadel und den Peinmenthol. Dort haben wir ja Fichtengeruch, Fichtennadelgeruch. Das Ganze ist jetzt hier ein bisschen dezenter drin. Man riecht ganz leicht Fichte, wobei ich hier eher auf Kiefer tippen würde. Das Ganze ist, ah ja, so schön, also schon vom Erstgeruch her, so cool gemacht. Man stellt sich vor, man steht wirklich in einem Kiefernwald drin. Also wir haben hier keinen Fichtennadeltabak, sondern eher so einen Kiefer. Fichte, Kiefer, ja, irgendwie so einen kleinen Unterschied gibt es da ja. Und ja, das merkt man hier definitiv, dass wir hier Kieferngeruch haben. Ja, ansonsten riechen wir auch hier wieder dieses leichte Gewürzmäßige raus, so ähnlich wie beim Driesener, wie wir das schon kennen, wo man ja auch dachte, oh Gott, das ist Basilikum. Ja, hier haben wir das nicht ganz so extrem, hier überwiegt wirklich die Kiefer. Gut, würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr lange reden, sondern werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen probieren. Und ich hoffe, dass ich das so hinbekomme. Aber erstmal ein Schnupfspruch, der finde ich jetzt ja, es lässt mir ja ein bisschen das Herz glühen, dass es tatsächlich mal einen Schnupftabak gibt, der Nordisch Grün heißt. Ne? Also für mich aus Norddeutschland, also für mich gerade genau das Richtige. Und deswegen war ich auch so gespannt darauf. Jetzt habe ich auch einen guten Spruch darauf gefunden. Und zwar heißt das Kieler Luft, heißt der Spruch. Allerdings möchte ich ihn lieber Lübecker Luft nennen, weil Kiel und Lübeck, die mögen sich nicht so gerne. Ist halt einfach so, aber die Luft ist klar bei uns im Norden, es kostet nicht viel, ist sie mal mies. Mach auf die Dos, wie Schweizer fordern, zieh rein eine richtig gute Pries. Mensch, genial, genial, geil, wieder was Geiles von Rosinski. Was haben wir? Wenn wir ihn einschnupfen, haben wir einen leicht hölzernen Geschmack, was aber tatsächlich Kieferholz ähnlich ist. Das Ganze herrlich. Es ist geil. Er brennt ein bisschen. Das kann aber sein, weil ich jetzt heute noch gar nicht geschnupft habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich habe erstmal noch ein bisschen getippt. Macht aber nichts. Herrlich. Geil. Schön frisch und dieses tolle hölzerne Kiefernaroma. Total genial. Es ist nicht so wie der Driesener. Der Driesener hat wirklich Heu und Heuwiesen. Hier haben wir Waldkiefern. Also, wir gehen von der Wiese in den Wald. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr zwischen Driesener und Nordisch Grün einmal wechselt. Ja, schauen wir uns mal an, was auf der Inhaltsseite genau in der Beschreibung drin steht. Und ich lese euch das mal vor. Nordisch Grün, der nordische Schnupf, der Duft des Nordens. Kiefernhaine Brandenburgs, pommernische Bauerngärten, mecklenburgische Heuwiesen und die frische Brise an Rügens Kreidefelsen. Frische Brise ist hier definitiv zu schmecken. Junger grüner Tabak, recht fein gemahlen, leicht feucht mit einem sanften Hauch Menthol, stark im Nikotin. Ja, das ist die Frische und das macht es aus.
Ich finde, wir haben jetzt hier eine super Kombination, dass wir wirklich diese Kiefern, diese hölzerne Kiefernart haben und tatsächlich dezent Menthol angesetzt. Das Ganze ist jetzt zum Beispiel beim Fichtennadeltabak auch gut, aber für mich ein bisschen zu doll angesetzt. Hier haben wir die seichte, leichte Variante. Das heißt, wir haben hier Kiefernnadeln und Menthol, aber in einer dezenten Sache und noch mit der passenden Farbe dazu. Und auch diese tolle, frische Heuwiesen. Jein, ist für mich nicht ganz drin. Da würde ich denn, wenn ich Heuwiesen haben will, eher den Driesener zugute führen. Hier haben wir es, vernehme ich es nicht ganz so doll. Ist, vielleicht bin ich jetzt aber auch schon ein bisschen zu doll geimpft dagegen, weil ich nun den Driesener immer so viel schnupfe. Bei dem Nordisch Grün ist das Ganze für mich aber leider nicht so präsent mit dem Heuwiesen. Das wäre jetzt so der einzigste Minuspunkt, den ich ihm geben müsste. Vielleicht schmeckt ihr das ja raus, vielleicht bin ich auch einfach so, dass das jetzt, dass ich es vielleicht einfach zu doof bin, das zu schmecken. Das wäre so das Einzigste. Das Aroma bleibt sehr lange toll in der Nase drin. Wir haben einen super nasenschonenden Schnupftabak. Gut, der hat jetzt bei mir am Anfang ein bisschen gebrannt. Das mag aber wirklich daran liegen, dass ich jetzt wirklich heute noch gar nicht geschnupft habe. Und das ist meistens bei mir beim ersten Schnupftabak immer so. Ja, klasse Idee. Klasse gemacht. Auch finde ich es toll, dass er tatsächlich mal ein bisschen feuchter ist. Mich stört es nicht, dass die Rosinski-Tabake trocken sind. Ich habe jetzt aber doch schon den einen oder anderen gesehen oder gehört, der gesagt hat, ja Mensch, Rosinski sind tolle Tabake, sie sind mir aber allerdings ein bisschen zu trocken. Ja, hier vielleicht dort mal machen und ich werde nochmal. Ja, geil. Also Leute, die Rosinskis, gerade Nordisch Grün Driesener, es sind wirklich, es ist ein Erlebnis. Glaubt es mir, sowas hat man in der, hat man wirklich noch nicht erlebt. Unglaublich, also wirklich ganz, ganz klasse und es ist wirklich auf Anhieb auch einer meiner Lieblings Rosinski-Sorten geworden. Er wäre vielleicht sogar in den Top 10 gewesen, wenn ich das Video jetzt früher gemacht hätte. Er kommt allerdings natürlich nicht ganz an den Driesener ran, aber das ist natürlich auch wieder eine Sache qualitativ auf jeden Fall. Geschmacklich nicht ganz, mir gefällt der Driesener besser, das macht jetzt aber nichts zur Sache, dass die beiden jetzt, dass der jetzt irgendwie schlechter ist als der Driesener oder so, sondern das ist einfach eine Geschmackssache. Irgendeiner mag lieber die Kiefernwälder, andere mag lieber die Heuwiesen. Das ist Geschmackssache und da solltet ihr selber entscheiden, was euch besser schmeckt. Gut, ja. Fazit. Auch hier, Rosinski übertrifft sich wieder selber. Ich bin sehr begeistert davon und ich hoffe, dass das auch noch so weitergeht. Auch ich würde mich noch über einen grünen Schnupf freuen. Vielleicht wirklich noch mal ein bisschen schleswig-holsteinischer angehaucht, wenn ich das mal als Wunsch geben müsste. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Eigentlich kann man es schon gar nicht mehr toppen, diese Gerüche. Nordisch Grün, ja, klasse. Bekommt von mir in der Wertung, ich kann eigentlich gar nicht schlechter geben, ich gebe ihm auch 10 von 10 Punkten, betone aber allerdings, dass ich den Driesener trotz alledem lieber mag, dass ich ihn lieber mag als den Nordisch Grün. Qualitativ sind die beiden aber vom Stil her recht ähnlich, deswegen es sind also quasi Geschwister. Wer von den beiden jetzt für euch hübscher ist, müsst ihr selber testen. Für mich ist der Driesener ein bisschen besser, aber das macht den Nordisch Grün auf jeden Fall nicht schlecht. Ihr solltet ihn auf jeden Fall unbedingt probieren. Klasse Schnupftabak. Ja, was kostet er? Neu ist jetzt, deswegen lese ich das mal gleich hier von der Internetseite ab. Neu ist bei Rosinski jetzt, dass wenn ihr auf die Seite raufgeht, gleich zu Anfang, ihr gefragt werdet, ob ihr Informationen wollt oder in den Webshop. Und wenn ihr mal auf den Webshop klickt, könnt ihr gucken, Nordisch Grün kostet in der 5 ml Flasche 3,89 Euro, in der 15 ml Dose, so wie ich das gerade hier hatte, 4,50 Euro. Das heißt, es ist sich dann doch schon überlegen, ob man nicht vielleicht doch auch ein paar Cent mehr investiert, ganze 60 Cent mehr, kriegt aber 10 Milliliter mehr. Das ist jetzt die Frage. Oder wer dieses sowieso schon mag und Nachfüllbeutel nur haben will, 30 Gramm im Nachfüllbeutel für 5,95 Euro. Ja,
Das ist ein guter Preis. Bezahlen kann man im Online-Shop mit Vorkasse oder Sofortüberweisung. Ne? Also wie gewohnt es eigentlich auch bei den anderen Shops ist. Wir schauen noch mal einmal schnell, was er denn im Snuff Store und bei Snuff & More kostet, um so einen kleinen Vergleich zu haben. Deutschland, da. Na, schauen wir jetzt einmal. Ich habe mich natürlich wieder mal nicht vorbereitet. Aber ich will das einfach nur mal Interesse halber wissen, wie viel. Nordisch Grün, ja, das ist deutlich teurer. Nordisch Grün haben wir hier in der 5 Milliliter Flasche für 4,65 Euro. Und das Ganze gibt es im Shop Nordisch Grün 5 Milliliter für 3,89 Euro. Also 5 Milliliter, 5 Gramm ist bei Rosinski das gleiche. Na, ist also zu überlegen, das vielleicht doch da lieber zu bestellen. Ja, Snuff & More wird es denn. Deswegen lege ich euch auf jeden Fall auch diesen Webshop ans Herz. Auch ab 50 Euro habt ihr hier versandkostenfreie Lieferung. Und hier gibt es auch noch so coole Kaschubenhörner. Das kann ich euch eigentlich mal zeigen. So aus. Es ist ganz witzig, könnte man theoretisch eigentlich dann auch mal gleich mitbestellen. Preis ist von bis, dieser kostet jetzt hier 35 Euro. Schnupftabak und Co. Startseite, Zubehör und ja, Kaschubenhörner, muss man auch draufklicken. Ja, gibt es hier verschiedene Preise, spitz, rund. Ne, für jede Preisklasse was dabei. Start ist bei 28 Euro, was aber für so ein Horn eigentlich auch schon ziemlich günstig ist, finde ich. Und auch hier könnt ihr euch natürlich die ganzen Sorten dann aussuchen. Nordisch Grün, Driesener, Schwarzer Schnopf, Berliner Luft, Schwarzer Merze, Uckermärker, Brauner Schnopf, Goldaber, Ketner Tabak, Poltergeist, Roter Kaschube, Sansusi, Entschuldigung, und Stargarder, wie auch immer. Ja, also einfach mal vorbeischauen, ganz einfach, ich zeige es euch nochmal. Ne, wenn ihr auf die Seite raufgeht, ne, Rosinski-Schnupf, habt ihr entweder Informationen oder Webshop. Einfach auf den Webshop klicken und schon seid ihr da. Gut, so. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nachher um 20 Uhr wieder mit der Auslosung unseres Gewinnspiels beim Diverses-Kanal. Allerdings muss ich leider sagen, ich bin leider heute am Sonntag alleine bei Diverses Bier. Das heißt, bitte nehmt mir das nicht übel. Und ja, wir werden uns dann aber auf jeden Fall nächste Woche wieder mit meinem Kumpel sehen. Er musste leider arbeiten. Kann mal passieren. Wir sind jetzt aber schlau und werden demnächst was vorproduzieren, sodass wir für so einen Notfall immer was auf Lager haben. Deswegen seid mir nicht böse. Und ich hätte jetzt zwar auch hier die Auslosung machen können, aber das war mir jetzt alles, das wieder alles umzuwerfen, weil ich ja gesagt hatte, wir machen das auf dem Diverses Bierkanal, weil halt mein Kumpel eigentlich die Glücksfee sein sollte. Aber das ging halt nun mal nicht und jetzt ist es nun mal so. Und deswegen einmal rüber gucken. Dort könnt ihr dann die Gewinner rausfinden und ja, ich freue mich auf morgen, weil da geht es nämlich mit Dip weiter und wir kümmern uns morgen um den Grizzly Longcut Premium Natural und das wird auch sehr interessant. Also bis dann, tschüss!